Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster im Karrieremodus. Die Geschäfte hier laufen langsam besser, immer noch nicht wirklich zu meiner vollsten Zufriedenheit. Sie kriegen mittlerweile Gäste ran, auf jeden Fall. Aber... Oh, macht der doch jetzt... Achso, nee, der durchschnittliche Verkaufspreis. Wo war denn hier... Der macht jetzt endlich Profit. Sehr schön. Die Wurst noch nicht. Die Wurst macht bei weitem noch keinen Profit. Genauso wie die Pommes. War vielleicht auch nicht schlau, hier zwei Essenssachen nebeneinander zu setzen. Du machst keinen Profit. Du machst ganz knapp nur Profit. Wie sieht er hier aus? Du machst keinen Profit. Du machst bei weitem keinen Profit. Ja. Kann gut sein, dass wir hier zu viele Läden gebaut haben. Dass die sich halt, ne, gegenseitig die Kunden wegnehmen. Die Frage, lassen wir die Pommes oder lassen wir die Wurst? Die Wurst kommt, glaube ich, besser an, ne? Auf, dann machen wir dich mal dicht. Du kannst dann eigentlich entlassen werden, ne? Dann machen wir auch hier den Street Fox Coffee dicht. Ja, komm, dann entlasse ich euch beiden. Unterwegs zum Laden? Zu welchem denn? Löst ihr euch dann gegenseitig ab? Oder wie sieht das aus? Du machst sehr guten Profit, das finde ich schön. Sieht das mit euch aus? Der macht auch Profit. Du nicht? Du aber schon. Na gut, wir beobachten das mal noch weiter. Kann ja nur besser werden. Wir machen trotzdem noch wahnsinnige Miese. Mal, wir gucken hier nochmal rein. Das sind unsere Reinigungskräfte. Warum bist du so unzufrieden? Ich bekomme nicht das Geld, das ich wert bin. Mal, wir bilden dich mal aus. Und dann, so ein bisschen mehr Geld. Unsere Verkäufer, du siehst schon wieder so unzufrieden aus. Was ist dein Problem? Ich finde, ich verdiene eine Gehaltserhöhung. Okay. Kriegst du halt Geld. Sei glücklich. Du bist nicht ganz so zufrieden. Ich kann nicht klagen, mir geht es ziemlich gut. Ja, dann heul auch nicht rum, bitte. Dankeschön. Wie jetzt ist alles nur noch mehr oder weniger in Ordnung. Macht mich nicht fertig. So, die Techniker. Die sehen auch gut aus. Warte mal. Ihr verdient weniger als er, obwohl ihr gleich ausgebildet seid. Hier ist noch alles in Ordnung. Mit meinem Gehalt zufrieden. Na, das ist doch schön. Bist du bitte auch zufrieden? Ich sollte wirklich kündigen. Nein, das solltest du nicht. Hör mal, du kriegst mehr als alle anderen. Es ist ja anstrengend mit euch. Okay. Gucken wir jetzt mal bei den Läden. Sie... Ach ne, das sind die Fahrgeschäfte, ne? Wer macht dieser Flugdingen hier? Macht keinen Profit. Vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Gehen genug Leute an.
Fliegst du zu lange? Das ist vielleicht das Problem. So, mal gucken. Ich hoffe, die Leute bezahlen so viel. Aber das ist ja nur ein Manko. Alle anderen machen ja wirklich guten Profit. Was? Der ist sehr billig. Dann müssen wir da doch auch mal gucken. Popcorn für 2. Dann machen wir Popcorn für 4. So, jetzt wollte ich aber hier bei den anderen Läden gucken. Die machen alle Minus, ne? So, du bist ein Street Fox Coffee. Ich sehe aber auch nichts. Das sind aber Kunden. Verpasste Gelegenheiten, warum? Die Leute kein Geld haben vielleicht? Den Popcorn-Automat haben wir gerade geregelt. Der Sushi-Automat. Ich glaube, es wollen aber auch zu wenig Leute Sushi. Die Chief Beef Burger, die sind hier hinten aber auch am Poppes der Welt, ne? Auf, dann machst du mal zu. Müssen nur gucken. Entweder reißen wir die ganz ab, wenn die uns noch Kosten fressen. Oder... Ja. Der Just a Momento hier. Der macht richtig miese. Machen wir dich auch mal zu. Du machst... Achso, du bist die Professor Wurst. Du läufst ja gerade an. Ach, da haben wir jetzt die neuen... Die neuen Sachen. Also, für den Monat. Ja, Just a Momento geht gar nicht. Chief Beef haben wir jetzt auch geschlossen. Cosmic Cow, du bist der hier oben. Das beobachten wir nochmal den nächsten Monat. Ansonsten schließe ich dich auch. Kaugummi-Automat. Den hatten wir schon eingestellt. Monsieur Pompid. Den hatten wir jetzt auch dicht gemacht. Genauso wie den Kaffee hier. Die anderen machen Plus. Du machst hoffentlich auch bald Plus. Gut, dann würde ich hier unten auf jeden Fall noch einen Verkaufsautomaten setzen. Und das hier, pass auf, das reißen wir ganz ab. Hier steht ja ein Verkaufsautomat. Plus. Mach's Plus. Könnt hier noch, warte mal, wir könnten hier noch einen Geldautomaten hinstellen. So mehr Möglichkeiten die Leute haben, Geld abzuheben, desto besser. So. Dann hoffe ich, kriegen wir da die Preise mal in die Höhe. Okay. Jetzt möchte ich, solange wir Geld haben, ja, das ist nämlich schon das nächste wieder kaputt, möchte ich den hier mal bebauen. Zwar... Mit diesen Wänden. Da machen wir jetzt wieder so ein schönes. Ne, schön optisch irgendwas. Schöne Wand. So. Kannst du da drauf? Sieht doch cool aus. Jetzt machen wir noch.
hier irgendwie eine Stange an den Rand. Auch eher nicht so. Oh. Das kann man machen. Würde ich dann aber auch auf die andere Seite setzen. Okay, Helion-Ring wurde repariert. Wir haben immer noch ausreichend Geld. Die ganzen Leute strömen, die jetzt in der Warteschlange waren, strömen jetzt hier oben. Okay, die ersten verschwinden schon direkt wieder runter. Ich glaube, wir müssen den Weg kappen, dass die hier lang müssen, um hier rauszukommen. So. Knallhart. Das. Wenn die da sofort natürlich runterrennen können, ne, dann hauen die auch sofort ab. Ja, das habe ich gar nicht so bedacht. Also machen wir das hier dicht. Da können wir vielleicht noch einen Baum reinsetzen. Oder Gebüsch oder sonstiges. Das so ein bisschen zu kaschieren. So. Bums. Dann müsst ihr nämlich hier gezwungenermaßen dran vorbei. Mal gucken, ob das was bringt. Okay, jetzt möchte ich aber diese Wand hier weiterbauen. Irgendwas Dekoratives. Hier noch so ein Balken mittig wäre nicht schlecht. Oberfläche ausrichten ist schon. Aber nicht so, wie ich mir das gerade wünsche. Richtest du dich bitte mal hier an der Seite aus? Dann machen wir es halt so, ne? Oh? Da kann man da irgendwie noch individuell Deko machen. Finde ich gut. So, jetzt kopieren wir uns das. Und ziehen das hier einmal der Rundung entlang. Einmal hier so rum. Ausrichten, okay, ich hau so ein bisschen von der Wand ab, merke ich gerade. So. Ah, das sieht gut aus vom Abstand. So, ich hoffe, du bist jetzt hier gerade. Aber das bis zu der Hütte können wir eigentlich, ne? Warte mal, du bist ein bisschen zu weit davon entfernt. So.
Ja. Und noch einen. Den ich jetzt eigentlich nicht da in das Gebäude verschwinden lassen wollen würde. So geht's. So ist das noch okay. Ziehen wir das auf dieser Seite natürlich auch noch rum. So. Schwupp. Zack, 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 machen wir das hier. Mal gucken, wie weit wir das hier noch rumziehen. Immer so eine Fusselarbeit, ne? Tut mir leid, wenn das dann ein bisschen langweiliger wird. Aber das gehört nun mal dazu. Problem ist nur, dass ich immer sehr konzentriert werde und dann nicht so die Quasseltante werde. Weil dann funktioniert das mit dem Konzentrieren nämlich nicht. Da brauche ich nur Mist. Okay. Wir haben es fast geschafft. Spurt bis zur Wand. Und das letzte Stück. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter drehen, damit das nicht ganz so in die Wand glitscht. Okay. Damit hätten wir das Rondell schon mal verpackt. Jetzt können wir hier vor noch Begrünung setzen. In Form von Büschen, Sträuchern. So. Oh, was haben wir noch Schönes? Ach so. Keine Ahnung. Lila Büsche. Dann Lieblingsgras. Kann man halt immer irgendwie überall hin pflanzen. Die Büsche finde ich auch immer sehr schön. In der Hoffnung, dass uns das vielleicht auch die nötige Parkbewertung gibt, die wir noch brauchen. Also ein bisschen wild durcheinander. Das noch da überall rein. Das sieht doch wild aus. Okay, haben wir jetzt noch irgendwelche schönen kleinen Bäume, die da hinpassen? Ich habe gesagt, schön und klein. Hier so ein paar. Birken sind nicht schlecht. Hm? Bäume gehen doch immer.
So. Auch hier rein. Können wir Bäume setzen. Der wäre cool da drin. Mach ich den aber wieder weg. Sorry. Kannst dann mal hier hin. Gut, was sagt denn hier eigentlich die... Ja, 100% Warteschlangenbewertung. Ich finde das Ding hier immer noch mega günstig. Dann machen wir mal 28. Ob das dann mehr Geld bringt, ist dann natürlich auch noch eine Frage. So, was machen hier oben die Sachen? Du machst Profit, sehr gut. Du machst Profit, na endlich. Du immer noch nicht. Gott, ey, die Läden hier treffen, ne? Du machst Profit. Guck mal, auf unsere Ziele. Oh ja, wir haben das Ziel fast erreicht. Hier fehlt uns auch dann nur noch ein bisschen Werbung. Ich denke, wir sollten mit sehr viel Glück in der nächsten Folge vielleicht das Ziel abschließen können. Mit sehr viel Glück. Ja, wir gucken mal, ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Drückt uns die Daumen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.